Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Die SPD hat ja jetzt gerade einen Vorschlag rausgehauen, dass sie Cannabis als Ordnungswidrigkeit ansehen lassen möchten, was bedeuten würde, wenn die Polizei das sieht, kann sie auch weggucken, sie müssen es dann nicht verfolgen. Was bei einer Strafverfolgung anders ist, dann müssen sie es verfolgen. In Berlin ist das so, dass wenn du als Erwachsener mit bis zu 10 Gramm erwischt wirst, der Staatsanwalt es einstellen soll. Bis 15 Gramm kann er das einstellen. Er geht straffrei aus. Es wird zwar alles weggenommen, aber wir gehen straffrei aus. Jetzt sagt die SPD, okay, wir möchten außerdem, dass die Leute die Länder Modellprojekte machen dürfen, wenn sie wollen. Dann gehe ich ganz stark davon aus, Berlin wird es wahrscheinlich machen und ein paar andere Länder auch, also, oder Bund, also Bremen zum Beispiel oder so. Schleswig-Holstein könnte ich mir vorstellen, aber Bayern und Baden-Württemberg ganz sicher nicht. Also da kann ich mir das einfach nicht vorstellen, dass die da so cool drauf sind und sagen, okay, wir machen es trotzdem. Irgendwie ist dieser Vorschlag trotzdem nicht schlecht, vor allem jetzt, was sie es jetzt endlich rausgehauen haben. Jetzt hat endlich die Frau Ludwig ihre Maske fallen lassen. Das Gespräch, was sie da angeblich mit allen Akteuren führen will, um diese Schwarz-Weiß-Malereien aufzuweichen und bla 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 bla, das war alles nur Gelaber. Jetzt hat sie es zugegeben. Sie möchte einfach nur die Konsumenten reduzieren. Die Zahl der Konsumenten reduzieren. Aber wie denn, wenn die Leute gar nicht wollen? Wer nicht aufhören möchte, hört nicht auf. Wer aufhören möchte, hört auf. Und wer damit gar nicht anfangen will, der fängt damit auch nicht an. Man muss es reguliert freigeben mit einem freien Markt, Werbeverbot drauf, für Erwachsene in Laden, bla bla bla, mit Registrieren von mir aus. Am Ende läuft es immer auf dasselbe drauf raus. Hey. Die Politik von der CDU, CSU, kontrolliert nur. Die wollen alle kontrollieren, jeden Menschen. Und weh, du machst irgendwo einen kleinen Fehler, dann wollen sie dich auch noch krass bestrafen. Der Gag ist es, kaum haben sie dich wegen irgendwas in Haft, dann werden auch deine Strafen einfach so in dieser Reihenfolge abgesessen, dass du möglichst lange da drin bist. Wenn man es andersrum setzt, dann kann man plötzlich mit 2/3 oder mit Halbstrafen und sowas arbeiten. Aber da gucken die überhaupt gar nicht drauf. Hätte ich mich nicht selber eingesetzt, dann wäre ich erst 2001 entlassen worden. Ich blende da mal meine Strafübersicht ein. Wie ihr sehen könnt, sind das ja mehrere Strafen. 99, 2001 und nochmal 2001. Weil das so kleine Strafen sind, Geldstrafe und so Kinkerlitzchen, haben sie das nach hinten gepackt, statt nach vorne. Das ist gleich Absitz. Das Erste, was ich dann abgesessen hätte, wäre dann das gewesen, unser Bewährungswiderruf und so Zeug. So, dass man die Endstrafe, die letzte Strafe dann hinten, dass man damit 2/3 oder sowas arbeiten hätte können. Ja? Ich habe es dann aber auch so rumdrehen lassen. Dann habe ich am Ende mit meiner Therapie das Ganze wieder verkürzen können und konnte halt das Jahr 2000 draußen erleben. Ich wollte das Silvester 99 auf 2000 auf gar keinen Fall im Knast verbringen, wegen dem Kiffen oder wegen anderen Drogen. Überhaupt wegen sowas. Weißt du, ich finde das eh schon so ein Hardcore-Einschnitt in die Grundrechte, dass es die Politik ein Gesetz macht, dass die Polizisten befugt, in einen Wohnraum einzudringen. Das ist ein besonders, vom Grundgesetz, das ist ein besonders geschützter Rahmen und Raum, in dem darf jeder machen, was er will, solange niemand anders schadet. Ja? Hey, Alter, warum kommen die denn dann und drehen die Wohnungen auf 7:30? Die kommen da rein, alles wird auf den Boden geworfen, alles aus die Schubläden raus und Klamotten, Zeug, bam. Die interessiert es auch nicht, wenn sie dann da drauf rumsteigen. Hey.
Das ist ein absolutes Chaos, was die danach hinterlassen. Manchmal werden dann auch noch Wände aufgeschlagen oder rausbrochen, wenn da irgendwo eine Holzwand ist oder der Boden aufgerissen, wenn sie da was verdächtigen. Hey, das ist schon echt ein extrem krasser Einschnitt. Wegen was? Wegen nichts, wo man andere schadet. Klar sagt sie immer, wir möchten ja bloß die Händler. Ihr Konsumenten interessiert es uns ja gar nicht. Natürlich interessieren wir euch, weil sonst würdet ihr uns ja nicht die ganze Zeit ficken, oder? Dann würdet ihr uns ja nicht die ganze Zeit irgendwie gängeln. Jetzt sagt sie, ja, wir gehen gegen die Clans vor und gegen die Dealer in die Parks. Hallo, hier geht's auch gegen die ganzen Konsumenten davor. Weil wenn die nichts haben, ihr zwingt sie dazu, auf dem Trocknen zu sein. Das wollt ihr doch, aber warum denn? Hört's doch immer zum Saufen auf, hey. Das regt so auf, eure Doppelmoral von der CDU und CSU, die Säuferei da drin und dann immer sagen, wir haben schon ein Problem. Ja, weil ihr besoffen seid, deswegen haben wir ein Problem. Ey, das regt mich richtig auf, ehrliche. Und da bin ich damit nicht alleine. Ich weiß, dass es da ganz, ganz viele Menschen gibt, die es richtig aufregt, dass ihr immer Wasser predigt und Wein säuft. Das ist ekelhaft, hey. Hört's doch mal auf damit. Also eine Drogenbeauftragte oder einen Drogenbeauftragten lasse ich mal ja eingehen, aber der sollte sich über Reinheitsgrade und über Höchstgrenzen informieren und sollte da Regeln einführen. Werbung, dass das verboten ist. Schauen, dass der Alkohol endlich mal aus dem Supermarkt rauskommt. Auch Wein, der gehört in einen speziellen Laden, verstehst du's? Nix mehr im Supermarkt, Zigaretten kaufen und Schnaps kaufen. Gleich so an der Quengelkaste, wo die Süßigkeiten liegen. Alter, irgendwie ist es halt schon sowas von ekelhaft, hä? Das eine wird so gepusht. Es gibt Fernsehsendungen auf Pro7, hä? Wo Leute betrunken gemacht werden. Weil's lustig ist. Wisst ihr, wer da in dem Aufsichtsrat sitzt? Der Herr Stoiber sitzt da drin, der ist von der CSU. Kann es sein, dass vielleicht da in die Aufsichtsräte von den ganzen Medien eventuell welche von der CDU, CSU drin hocken? Manchmal habe ich nämlich so das Gefühl, hey, wenn die Bundesdrogenbeauftragte gerade sagt, oh, das geht ja gar nicht mit Cannabis, dann kommen plötzlich lauter Artikel und Berichte, die vom letzten Jahrhundert stammen, hey. Da werden dann wieder Sachen hervorgezerrt, die überhaupt nicht stimmen. Da werden wieder Leute aus dem Fenster springen lassen. Da werden wieder, das THC wird wieder stärker wie vor. Oh, früher war das nicht so stark. Das haben sie schon die 80er Jahre erzählt. Jetzt erzählen sie uns heute, das Zeug heute ist stärker als in die 80er Jahre. Es ist nicht mehr das Gleiche und deswegen viel gefährlicher. Dasselbe haben sie in die 80er gesagt. Das Zeug heute ist viel stärker als früher in der Hippie-Kraut aus den 60er Jahre. Das ist viel gefährlicher. Merkt ihr was, hey? Diese alte Leier, das könnt ihr euch wohin schmieren. Wir sind nicht so vergesslich. Ich bin auch nicht der älteste Kiffer. Was ist das immer? Ich bin nur einer von den, einen, der sich halt nach vorne drängelt, hey, Rampensau. Aber es gibt etliche, hey, die älter sind als ich. Und die immer noch konsumieren. Die haben halt damals schon, die haben sie hergebracht, in den 60er Jahren, die Hippies. Da gibt's doch die Leute, meinst du, die hören auf oder was? Meinst du, die hören einfach auf, weil irgendjemand gesagt hat, du, das ist voll verboten, das darfst du nicht machen. Alter. So geht's nicht. So geht's wirklich nicht, ey. Die SPD ist zwar jetzt auf einem, ich sag mal, auf einem guten Weg, in die richtige Richtung, aber die haben es auch nicht gemerkt, dass das nur einen Schwarzmarkt stärkt. Die Leute werden natürlich dann machen, was sie wollen. Ne? Aber wo kommt denn das alles her? Und wir kriegen da Steuer, das geht nicht, Leute, da habt ihr es nicht fertig gedacht. Wir können nicht das Duldungspolitik wie in Holland machen, also in den Niederlanden, wo das ja auch so ist mit der Backdoor-Problematik, dass die gar nicht wissen, hey, das ist halt ein illegales Zeug, das wird alles so geduldet, aber sie zahlen Steuern. Das geht halt nicht in Deutschland. Hey. Bei uns muss das schon richtig, weißt du, kennst ja Beamte, 3 Stempel drauf und dann alles schön abordnen und mindestens 3-fache Ausführung. Ich werde nicht müde, den Leuten vorzubeten, sie sollen die Grünen wählen. Warum? Die Grünen haben eine gute Umweltpolitik. Die sorgen sich um unseren Planeten, so wie halt die meisten von uns auch. Die
sind nicht bloß hinterm Profit her, einige mit Sicherheit, das sind ja auch alles bloß Menschen, sie haben schon in die 80er Jahre angefangen, die Grünen in München, die Jungen, also die Jugendorganisation der Grünen in München, die hatten Plakate damals, jeden Tag ein Joint für jedermann. Das ist das Ziel. Weißt du, was ich meine? Die lügen nicht, wenn sie sagen, dass sie dafür kämpfen. Die kämpfen schon die ganze Zeit dafür. Und sie haben das fertige Kontrollgesetz schon in der Schublade. Darüber kann man noch ein bisschen diskutieren, aber dann kann man es auch fertig durchjagen und dann haben wir das endlich legal. Danach kann wieder jeder wählen, wen er will. Sollten die Grünen ihnen dann doch nicht so toll sein, so gut sein, wie sie sich vorstellen. Alternativ könnt ihr von mir aus auch noch die Linke wählen, wenn ihr ein bisschen mehr Sozialkomponente haben wollt. Aber auf gar keinen Fall CDU, CSU, AfD oder FDP. FDP will es in der Apotheke haben. Die Apothekerpreise sind der Wahnsinn. Das Zeug ist auch nicht so toll. Man wird genauso über den Tisch gezogen, weil Dosen mal nicht wirklich ganz genauso voll sind, wie sie voll sein sollten. Wenn ich 5 Gramm zahle, will ich 5 Gramm und nicht plus 4,8. Weißt du, was ich meine? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt Leute, die haben verschimmeltes Cannabis gehabt in der Dose von der Apotheke. Da gibt es welche, die haben dann Samen drin gehabt. Das ist auch, ganz viele hatten diese Chargen gekriegt. Vom Pelanius war das. Ich weiß nicht, wenn sie so nett sind, dass man danach anbauen kann, das ist ja ganz freundlich. Dann sollen sie aber bitte auch ein Zelt mitschicken, eine Lampe, Erde und das ganze Kram, was man halt so braucht. Ja? So günstig ist es mit Sicherheit auch nicht, was das dann kostet, wenn man das dann selber anbaut. Müsste man mal durchrechnen. Aber ich bin mir sicher, es ist billiger als das Zeug, was man in der Apotheke kaufen muss. Und das regt mir auch so auf. Weißt? Leute, die genug Geld haben, bezahlen halt einen Arzt für ihr Rezept. Dann gehen sie in die Apotheke und holen sich ihr Cannabis ab. Und wenn irgendwas ist, haben sie da ja ein legales Rezept bezahlt und hin und her und nichts passiert. Die können mit dem Auto weiterfahren, mit dem Führerschein wird ihnen nicht weggenommen. Ist auch alles toll, hey, alles toppi. Aber das muss auch für Kassenpatienten gelten. Weißt du, was ich meine? Das kann doch nicht sein, dass wir auch bezahlen müssen für unsere Rezepte und für unser Cannabis in der Apotheke. Die Apotheker, die machen ein gutes Geschäft, das ganze Import-Cannabis, das geht alles weg. Aber wieso gibt es dann so viele, die ein Problem haben und nichts bekommen? Ja? Facebook ist voll mit Gruppen, mit Menschen, die es versuchen, egal wo, in welchem Bundesland, irgendwo was zu bekommen. Und da stellt sich der Herr Spahn hin und brüstet sich ja ganz toll. Wir haben jetzt da so viel Cannabis aus Holland importiert, dass es keine Engpässe gibt. Natürlich gibt es Engpässe. Weil nicht jeder das von Betrocan brauchen kann. Es gibt auch noch andere Sorten, die auf bestimmte Krankheiten besser wirken. Wenn einer Schmerzen hat. Oder von mir aus, sagen wir mal, was könnte es denn noch? Es gibt das so viele, also bei mir ist halt Schmerzen, deswegen kann ich nur mal das Beispiel bringen. Aber wenn einer mit Schmerzen ankommt und sagt, hey, da ist eine Sorte, die ist super, die brauche ich. Sagen wir mal Pelanius, nennen wir mal gar keine Namen. Sagen wir mal XYZ, 24% THC. Und nur diese eine Sorte ist genau das, was mich braucht. Jetzt nimmst du die, gewöhnst dich dran, pendelst dich ein, hast kaum noch eine Rauschwirkung. Ja, und dann gibt's das nicht mehr. Und dann kommt der Herr Spahn um die Ecke und sagt, ja, dann nimmst du halt ein Betrocan. Und das Betrocan haut dir dann die Füße weg, weil du es nicht gewohnt bist. Verstehst du es? Das kann man nicht machen. Das ist nicht nur THC und CBD. Das muss doch endlich mal in eure Schädel reingehen, hey. Geht das nicht? Kapiert sie das nicht? Das ist keine Chemie. Das sind keine Pillen, wo man immer die gleichen Wirkstoffe benutzt und dann ist immer gleich. Das funktioniert da nicht so. Das ist Biochemie. Das funktioniert anders. Aber das kriegt ihr nicht in eure Köpfe rein. Wenn man schon hergeht und sagt, hey, ja, okay, wir müssen einen Weg finden, dass man die Konsumenten ein bisschen, damit es halt Harm Reduction, hey, weißt schon, mit dem, und dann gehe ich her und bekämpfe bloß noch mehr. Oder, oder. Weißt du, was ich meine? Sowas wählt man doch nimmer. Wer so lügen kann, das ist ja unglaublich, was das für eine Schauspielerin ist. Wie kann das denn sein, dass man auf dasselbe dämliche Ergebnis wie Frau Mortler kommt, wenn man echt mal mit Fakten konfrontiert wird und sich das dann mal durchliest und anhört und schaut und nicht sich nur auf die Alkoholikerseite stellt
und da Entscheidungen trifft, damit ja dieser Markt nicht kaputt gemacht wird. Alkohol, Chemie, ey, die Seilschaften, weißt du, was ich meine? Das sind schon wieder unterwegs, die alten Männer mit dem Bart. Ey, Zigarre rauchen, Whisky saufen, Bier schlürfen. Geht's nach Hause, ey. Echt, ihr Oldtimer. Willkommen in der Zukunft. Cannabiskonsum. Drogen spielen dort eine Rolle. Drecksäure, das ist einfach nicht konsumiert.